Hallo zusammen, Meier3007 hier. Ja, ich hoffe, dass ich dieses 12. Adventskalendertürchen jetzt endlich abdrehen kann. Denn es ist wie verhext mit dem Video. Mal habe ich mich total verhaspelt und dann hat jetzt auch noch die Kamera den Geist aufgegeben. Gestern Abend hat sie einfach ihren Dienst komplett verweigert. Heute Morgen schalte ich sie ein, geht's auf einmal wieder. Keine Ahnung, was die wieder hatte. Naja, dann gibt's jetzt wie gesagt mit Verspätung das 12. Adventskalendertürchen. Ich weiß jetzt auch leider gar nicht mehr, welches Motiv hinter Türchen 12 steckte. Das kann ich euch jetzt leider auch gerade nicht zeigen. Ja. Jedenfalls gibt's heute die Rezension zum ersten Pfarrer-Senderband, nämlich hier, Beichtgeheimnis von Wolf Schreiner. Das Buch hat 350 Seiten, kostet 8,99 und ist im Goldmann Verlag erschienen. Das ist wie gesagt der erste Band der Pfarrer-Senner-Reihe und da erfährt man quasi, wie alles begann. Pfarrer-Senner, müsst ihr wissen, liebt ja auch Beerdigungen, da diese einem ja zwangsläufig mit dem Leichenschmaus verbunden sind. Und es ist für ihn natürlich äußerst ärgerlich, dass ihm nach einer Beerdigung eine Frau um die Beichte bittet, beziehungsweise bittet ihn, die Beichte abzunehmen. Und Pfarrer Sender glaubt auch nicht recht zu hören, als die Frau ihm beichtet, dass sie jemanden ermorden will. Pfarrer Senner versuchte das natürlich auszureden. Aber es hilft leider nichts. Denn nur kurze Zeit später stirbt der Sparkassendirektor eines unfreiwilligen Todes. Pfarrer Senner ist natürlich entsetzt und beginnt auf eigene Faust zu ermitteln. In diesem Buch erfährt man auch, wie die Haushälterin Theresa ins Pfarrhaus kam. Fand ich auch sehr lustig geschrieben, wieder stellenweise. Und auch die Kommissare Kroll und Wiggins. Naja, wie gesagt, die größte Spannung an dem Buch würde ich euch natürlich wieder mal nicht nehmen, aber für alle Freunde der Pfarrer-Senner-Reihe kann ich es euch nur empfehlen. Wie gesagt, nochmal sorry, dass das Türchen erst heute am 13. online geht, aber wie erwähnt, ich hatte große technische Probleme. Naja, also wir sehen uns dann im nächsten Türchen wieder. Meier3007.